Ne, einmal mit dem Pfeil. Oh, ja. Oh, er kriegt schon Schaden. Boah, und die Spaß. Zweite CD, ich lach mich kaputt. Ich hab drüber nachgedacht, ihn zu hauen, das wäre so geil gewesen. Oh, erstmal Peter, richtig geil gemacht. Ist da passt ein Pfeil dabei? Ja. Heute ist echt eine gute Farmzeit. Was haben wir denn? Cool. Music Dist, Melodi und Stahl habe ich bekommen. Oder auch immer das ist. Kenn ich nicht. Christian kennt ihr vielleicht. Welche war denn noch ein geiles Haus angucken? Christian? Boah, keine Ahnung. Das habe ich leider wieder vergessen. Das hier finde ich voll fett. Weißt du mal, welche du meinst? Was findest du voll fett? Unseren offenen Ofen. Ja. Ist ein Kaminsessel. Ist das eigentlich gefaked? Oder habt ihr wirklich einen Abzug, der auch in die nächste Etage geht? Ne, der geht komplett durch bis oben. Mist, jetzt bin ich hier durch den Dschungel gelaufen und bin wieder genauso fest. Da kommt ja auch der Rauch, der kommt hier auch vorne hoch, ne? Wenn du ein bisschen wartest, dann geht der Rauch hoch. Geht er noch ganz oben noch? Ja, der Oh, uncool. Alter, also, wir müssen mit drei Mann hauen, ich schwör, Alter! Ja, hammergeil, Bram, ey. Ja, wie hammergeil, Bram? Was hätte ich denn machen sollen? Ja, Dennis stand in der Ecke. Wo ich denn hingehen soll? Ich stand in der Ecke. Oh, was habt ihr denn gemacht? Da war ein Creeper und ich sagte, wir müssen dreimal draufhauen, Hardy rennt weg. Nicht weggerannt, ja, ich wollte den. Hat Hardy nochmal vorhin, hat er sich doch über lustig gemacht, dass das selbst so ein Weichei war, oder? Wegen den Spinnen. Nein, kann das sein, dass die bei euch in dem Kamin drin spawnen? Nee, das kann nicht. Da kommen die ja nicht raus. Ja nicht da raus. Nee, hier vorne war das so dunkel. Die dritte CD. Wuhu! Lol. Ja, da tut mir echt voll sorry. Hat das eine Droprate von 100%? Jetzt habe ich Blocks. Peter, weißt du noch, wo die Kirche ist? Also wo ihr von der Kirche aus seid? Du guck doch mal nach, such doch mal nach meinem. Christian, da sind wir doch auch losgelaufen. Mein Turm. Kirche? Aber ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ach, die Kirche! Moment, dann weiß ich sogar, wo du bist. Sag mal, die Kirche im Dorf. Aua. Oh, ich hab so ein paar Freunde mit. Oh, das ist kein Problem. Wow! Piu, piu, piu! Und schon schlagen überall die Pfeile ein. Alter, jetzt mach ich mal weg. Okay, ich bin von der Kirche weggerannt, da war zu gefährlich. Boah, Christian? Wieso spawnt ja? Der denn hier? Das kannst du nachher mal vorbeikommen? Ich brauch deinen fachmännischen Rat. Ja. Du bist ja quasi in der Nähe, wenn du bei der Kirche bist. Ja. Was hattest du denn nochmal gebaut? Läufst du jetzt gerade zu denen? Sonst komme ich zu deiner Burg und hol dich da ab, wenn du möchtest. Ich muss da so zurück. Ich bin an dem zweiten Nether-Portal, Alter. Bin ich gerade. Moment, der zweite Nether-Portal. Das war hinten hinter der Kirche war. Ja, da, wo Moment, du wieder rauskommst. Hier fließt so Lava aus dem Berg raus. Ja, genau. Aber der Problem ist, ich war schon lange nicht mehr da. Ich muss da ganz kurz gucken. Sepp, ich glaube, unser Haus ist verflucht. Aua, Alter. Ja, ich glaube auch, da müssen einfach Creeper spawnen. Das ist so hübsch. Wer weiß, wie viele Leute da schon verbrannt wurden. Da oben drauf steht übrigens ein Skelett auch. Wie viel ja, dass die oben drauf stehen, ist halt das Problem, aber ich verstehe nicht, warum die hier drin spawnen, obwohl hier 5 Millionen Fackeln sind, ohne Spaß. Ich glaube, wir müssen sowieso nochmal in der Nähe. Verdammt, der Schicht bei Christian an der Burg. Ja, aber ja, die ist ja relativ in der Nähe, Dennis. Ich sehe Johnnys Haus. Ja, und von da aus musst du nur den Dschungel. Ja, du siehst Johnnys Haus? Was hast du das denn jetzt gemacht? Ja, das sieht man von der Kirche aus, glaube ich. Ja, also von dem zweiten Portal aus, wo die Kirche ist, kannst du Johnnys Haus sehen. Alter, oh, Leute, klar kann man das. Skelette, leck mich am Arsch. Die können viel zu gut schießen. Oh ja. Ja, das stimmt, die können echt richtig krass schießen. Der Christian ist ja quasi durch die Wüste auf der anderen Seite des Flusses einfach nur. Ist ja geil. Oh. Alter! Piss dich, du kleine Schwuchtel, ey. Bist du jetzt schon in der Wüste, Christian? Nee, ich bin immer noch bei dem Portal. Ich hab gerade einen Creeper gekillt. Okay, lol. Durch die Wüste? Ja, das sind 5 Meter kannst du durch die Ja, aber hier ist doch, durch die Hier ist doch gar keine Wüste. Ich glaube, ich gehöre zu Johnnys Haus, das sehe ich ja. Ja, Moment, du hast doch den. Oh, du siehst ja dann links von dir den Turm. Oder den Turm, wo oben das Netherportal ist. Ja, so leicht. Leicht links, ja. Nordwestlich, ja. Sagen wir mal. Weil der steht genau auf der Grenze zwischen Wüste, normalem Wald und deinem Eiswald. Ach, dann bin ich in die falsche Richtung. Ach so, dann seid ihr quasi. Ja, in die Richtung hätte ich laufen müssen, wo das Portal ist. Ja, genau, wo das Portal oben ist von dir aus. Ach so. Ich habe einen Bogen mit Power 1 gefunden. Yes. Nice. Ach, so schlecht ist der nicht, Jay. Ja, jetzt muss ich noch einen Amboss bauen und dann kann ich doch geile Scheiße damit machen, oder? Dann brauchst du noch ein paar Level. Stimmt, Level brauchst du natürlich auch noch. Das ist natürlich auch immer bitter.
Gewitter! Na toll, ein Creeper stirbt schon mal nicht mit mehr Schüssen. Hm. Nein. Creeper, komm her. Auf jeden Fall. Na, Jay futtert sich, glaube ich, ein, oder? Willst du mich verarschen? Ja, ja. Ich bin auf Jay, Diät, immer Jay. Ich bin auf Diät. Immer Jay. Schlimm sowas. Ja, Jay ist ja auf die Idee, dass ich Wein reinziehen kann. Das hört sich so an, wenn ich raschel. Hallo, ich bin gerade wie ein Irrer zur Tanke gerannt. War das dir geholt? Ein Snickers. Ne, ein Rittersport. Okay. Alter, bei euch, die Tanke ist doch voll weit weg. Das geht. Die Shell, ne? Ne, die Aral. Oh, Stalker haben jetzt. Ich hab rauszufinden, wo ihr wohnt. Dann Sepp macht das Spaß, oben auf dem kleinen Häuschen rumzuschicken. Ich wollte auf Küche haben. Haben wir eigentlich nur, wenn man in den Nether reinkommt, ist da eigentlich irgendwo noch Glowstone? Weil sonst würde ich da mal hingehen und mal was holen. Ja. Weil dann kriegst du mehr. Wir haben alles weggemacht. Ja. Alles. Ich habe ziemlich viel da weggefahren. Ja. Also am Anfang ist auf jeden Fall viel weg. Sepp, ist da unten in der Mine irgendwo Obsidian, damit ich ein neues Tor bauen kann? Ja. Jetzt bin ich hier in der Wüste. Ich stehe, klar, Sepp, ich stehe quasi an der Treppe von dem Portal nach oben. Oh, nice, Peter. Okay, ich komme nicht abholen. Okay. Ja. Sieht ja mittlerweile richtig feucht drin Richtung, aus. Lauf mal weiter Richtung Wüste ein bisschen und dann links. Ah, ne, wo ihr seid, weiß ich doch, Sepp. Und dann ein bisschen links halt. Wo ihr seid, weiß ich doch. Hab ich schon ein paar Mal gewesen. Oh ja. Verbrennt Zombies nicht bei Tageslicht? Aber eigentlich wollte ich halt später. Ja, wenn die unter Baum stehen, dann nicht. Hier, Christian, ich sehe dich immer noch. Dort, wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten. Okay. Müssen nur hin, Christian? Ja, kann ich noch mal kurz dafür sorgen, dass meine Schäfchen wachsen. So, dann will ich mich jetzt mal hin. Möchtest du mitkommen? Sepp, ach, da ist Christian. Irgendwas anderes. Ich gehe jetzt mit Christian da unten eben gucken, wie ich das da mal bauen muss. Okay. Dann nehme ich mir jetzt noch ein bisschen was zu futtern mit. So. Hast du den Glowstone abgebaut? Ach, hier. Dingens. Weißt Bescheid? Nee. Obsidian? Ich bin noch gar nicht unten gewesen. So, gib ihm. Schnipp, schnipp, schnipp. Was ist denn? Warte. Ich hab grad noch gesehen. Ich bin zu eurer Hütte gelaufen, gerade an dem Fluss. Dann wusstest du da unten durch. Mhm. Bist du gerade neben mir hergelaufen? Nein. Oder haben wir wieder in den Bug, dass ich dich wieder nicht sehe? Nein, ich sehe dich auch nicht. Doch, dreh mal nach links. What the fuck? Wie bist du? Nach links. Wie bist du jetzt an mir vorbeigekommen? Voll cheater. Juhu! Ohne Spaß, Peter, eigentlich müsste uns ja voll schlecht fühlen, wa? Weil wir so viele Schafe züchten, sollte die alle so zweckmäßig sind, um uns Rohstoffe zu liefern. Was denn? Die Peter ruft bestimmt schon bei euch an. Also jetzt, dann, wenn es rausgestrahlt wird. Die Peter? Die Peter. Peter. Ja. Peter. Ich weiß, was du meinst. Die Peter, die, das ist Deutsch. Lol, hat sich ein weißes Schaf eingeschlichen, aber nicht mit mir, ey. Hier muss ganz klar getrennt werden. Geht ja gar nicht. Ja, zwischen den Schafsfarben, mein Gott. Nicht zwischen hier Rassen oder so, sondern nur zwischen der Farbe des Schafs. Oh, ich muss mir gleich noch ein bisschen Erdbeermilch machen. What the fuck, Sepp, wo bist du hin? Hier so. Sepp, wo bist du hin? Hier, hoch. Haben die schwarzen Schafe bei euch eigentlich Anbindehaltung oder? Lol, irgendwas. Ich? Lol, da ist ein Creeper. Naja, das sind keine schwarzen Schafe. Nicht der da. Ich hab keine. Nee, der ist da vorne. Der ist da vorne im Spinnen. Weiße und graue in zwei. Pass auf, und da darfst du nicht runterfallen. Da darfst du nicht runterfallen. Achso, okay. Also wenn der aber wenn er jetzt da runterkommt, dann kommt er jetzt gleich hier gleich an, ne? Also. Eigentlich hat er schon gezündet gehabt. Ja, aber der kommt jetzt hier angelaufen, sobald er da aus dem Spinnennetz raus ist. Das ist ja klar, ne? Und der wieso kann man den da drin nicht schlagen? Weil du nicht vor dem stehst. Pip, brauchst du eigentlich irgendwelche Rohstoffe? Weil ich wollte jetzt eigentlich kurz auch zum Oh, Entschuldigung. Ja, macht nix. Er ist ja tot.
Kommt Achso, hier sind die Spawner dann, oder was? Boah, es sind echt drei zwei direkt nebeneinander. Drei sind da. Nice. Deshalb. Und was wolltest du das jetzt hier ausleuchten, oder was? Ne, ausgeleuchtet habe ich ja, aber ich muss ja irgendwie das so machen, dass ich hier jetzt irgendwie Ach so. Die zusammen kriege mit Wasser. Im Grunde machst du ja so einen Raum, der ungefähr so ist. Ein bisschen aufpassen irgendwo. Ne, das war da hinten. Da kamen auf einmal Spinnen raus. Im Grunde habe ich das ja so gemacht, dass ich den Raum, also jetzt verkleinert, so gebaut habe. Ja. Und da, dass die da in der Mitte dann einen Abgang machen. Nach unten. Ja. Also das in der Mitte hier habe ich 3x3 und der ganze Raum ist 50x50. Warum ich die Größe genommen habe, keine Ahnung. Aber das kann man wahrscheinlich auch Also im Endeffekt kann ich das ja hier in den Raum, den ich jetzt hier habe, ja so reinbauen, ne? Ja. Hast du gerade Schilder da? Nee. Puh. Aber ich habe Weil Holz die Wasserrichtung, die kannst du mit Schildern halt, ja egal. Holz und eine Workbench habe ich. Also so habe ich das halt gebaut. Dann fließen die Flüsse hier alle in die Mitte hin. Ja. Und die von hier oben halt alle hier hin. Und wie machst du das, dass die dann hier von den Ecken da reinlaufen? Und nicht hier sich so ein Pulk bildet, wo die sich alle knubbeln? Du meinst von hier aus? Ne, von da aus fließt das ja nach rechts und nach links. Von hier aus fließt das hier hin und dann fließt das hier. Also im Endeffekt, ja, hier setzt man Wasser, dass das Wasser hier in die Mitte fließt jedes Mal. Ja. Dann hier auch. Und hier fließt das einfach dann hier rein. Also sagen wir mal, der fällt hier nicht, rein. Nicht in beide Richtungen, nicht nach links. Was denn? Nach links. Doch, hier aus der Ecke geht halt in die und in die Richtung. Ja, genau. Oh. Und dann hast du dann keinen Knubbel. Dann musst du das hier einen tiefer machen. Ja, und mit diesen wunderschönen Worten verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen, sobald der James bereit ist. Warte. Wir können das ja mal eben hier praktisch vorführen. Also, wie noch Warte, 3-2-1.